Und so exotisch dieser Amphibienbus ist in Hamburg, so außergewöhnlich ist Pascals Currywurst in Taiwan. Genau damit will der Auswanderer nämlich aus dem Erzgebirge die Taiwanesen begeistern. Doch das Leben als Currywurstverkäufer auf den berühmten taiwanesischen Nachtmärkten ist härter als gedacht. Vor allem, wenn der härteste Konkurrent, der Schweinshaxenbrater, gegenüber ist. Ruifeng Nachtmarkt in Kaohsiung im Süden Taiwans, Gasse 2, 17.30 Uhr. Arbeitsbeginn für Pascal Gräbner und seine Frau Wu Jinghua. Der Aufbau geht Hand in Hand, Routine seit anderthalb Jahren. Das Wursthaus, so nennen sie ihren Currywurststand und meinen damit wohl eher ihr Ziel in der Zukunft. Noch ist es ein Stand, kein Haus, 3 Quadratmeter Deutschland zwischen taiwanesischen Spezialitäten. Muss man sich so vorstellen wie den Weihnachtsmarkt in Deutschland, halt ganzjährig. Aber halt die Auswahl an Essen und was es so alles gibt, das ist im Vergleich zu Deutschland schon kleiner Wahnsinn. Ein Besuch auf dem Nachtmarkt ist in Taiwan der abendliche Zeitvertreib schlechthin. Und heißt Essen, Essen, Essen. Aber nicht nur. Es gibt alles. Massage, Spiele und mehr oder weniger schicke Kleidung. Tausende drängen sich an 5 Tagen in der Woche durch die schmalen Gassen. Schlendern, schlecken, schlemmen. Die Vorteile vom Nachtmarkt sind halt, dass man relativ geringe Startkosten hat und dass die Leute von selber herkommen. So groß die Auswahl ist, so groß ist auch der Preiskampf. Das hatte sich der 33-Jährige anders vorgestellt, als er zu seiner Frau nach Taiwan zog, überzeugt von seiner Geschäftsidee. Seine stärkste Konkurrenz, die Schweinshaxenverkäufer. Schräg gegenüber ist ein Schweinshaxenstand. Wenn der besseres Business hat, was sie in der Regel haben, also sie verkaufen meist so 2 bis 3 Mal so viel wie ich, und ich stehe halt hier und biete was original Deutsches an, was ich halt selber herstelle, dann wird man schon, es ist relativ schwer, nicht neidisch zu werden. Deutsche Produkte verkaufen sich ausgezeichnet auf Taiwans Nachtmärkten. Und als typisch deutsch gilt eben die Schweinshaxe. Die Currywurst kennt hier niemand. Da hilft es auch nicht, wenn sie von einem echten Sachsen aus Lugau am Fuße des Erzgebirges verkauft wird. Ganz nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Die langen Schlangen sind bei den anderen. In Deutschland ist es relativ normal, wenn eine lange Schlange ist, dass man sagt, oh, da gehe ich nicht hin, ich gehe woanders hin, weil da möchte ich nicht anstehen. In Taiwan ist es eher umgedreht, also die stehen relativ gerne an. Die Leute gehen auch immer dahin, wo viele Leute sind. Es ist sehr schwer, wenn gerade wie jetzt keiner da ist. Es wird niemand anhalten, der nicht schon mal vorher gekauft hat. Immerhin, wer die Currywurst probiert, wird oft zum Fan. Nachdem ich das einmal probiert habe, zieht es mich immer wieder hierher. Ich war mal in Deutschland und wollte einfach probieren, ob die Wurst hier genauso schmeckt wie dort. Ich probiere gern unterschiedliche Dinge aus unterschiedlichen Ländern. Fast all seine Zeit steckt Pascal in seinen Job. Von Taiwan hat er bisher kaum etwas gesehen. Sein Hobby jedoch betreibt er weiter. Nicht oft, aber doch so oft es geht. Ich komme hierher, um einfach aufs Wasser zu gehen, ein bisschen abzuschalten, mich auszutoben, also relativ anstrengend ist, Wakeboard zu fahren. Genau, das ist für mich mein sportlicher Ausgleich zum Arbeitsalltag. Mit Ehefrau Jinghua, oder Kalle, wie er sie nennt, geht er gern in den Park. Es ist ihr Rückzugsort im quirligen Taiwan, an dem sie reflektieren und Kraft schöpfen. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die wirklich in sich hineinhorchen können und sagen können, das Leben ist wunderschön, alles ist gut. Wir hatten in letzter Zeit, muss ich sagen, die letzten 1,5 Jahre, seitdem wir hier sind, schon relativ viel Stress und viel Druck gehabt. Und es lief halt oftmals nicht so. Doch an Aufgeben denkt Pascal nicht. Erst recht nicht daran, in die Heimat zurückzukehren. Deutschland hat für mich einfach nicht so den Reiz. Also ich kenne Deutschland, ich bin da aufgewachsen, ich kenne die Menschen. Es ist alles vertraut. Es ist einfach keine Herausforderung. Also ich bin gerne in anderen Ländern, andere Kulturen. Pascal ist der geborene Weltenbummler. In Holland hat er studiert, Marketing, in Tschechien und China gearbeitet. Hier in Taiwan versucht er zum ersten Mal sesshaft zu werden. Doch einfach ist das nicht.
ich glaube, mir fehlt ein Faktor, dass ich mich wirklich zu Hause fühlen würde in Taiwan, und das ist die Sprache. Also dadurch, dass ich die Sprache noch nicht spreche, habe ich noch eine gewisse Distanz und fühle mich noch ein bisschen fremd. Zweimal in der Woche stellt Pascal die Würstchen her. Gelernt hat er das an einem Wochenende von einem Freund. Es ist keine Hexerei dabei. Also wenn man eine oder zwei verschiedene Wurstsorten herstellen möchte, muss man nur wissen, was vom Schwein brauche ich jetzt. Man braucht ein Rezept, also welche Gewürze kommen da rein, welche Verhältnisse, welche Maschinen brauche ich, worauf muss ich achten, Temperaturen zum Beispiel. Das Erstaunliche, bevor Pascal nach Asien kam, aß er kein Fleisch, keine tierischen Produkte. Das war am Anfang ein ziemlicher Schock, als Veganer nach China zu gehen. Ich musste relativ schnell mein Lebensstil aufgeben, weil man wird zum Essen eingeladen oder man selbst wenn man Essen bestellt und sagt, ich hätte das gern ohne Fleisch, und dann isst man es und stellt so fest, da ist ja Fleisch drin. Dann spricht man sie darauf an und sagen sie halt, ach, ist doch nur ganz klein wenig. Jetzt macht er mit dem, was er abgelehnt hat, ein Geschäft. Immer mit dabei, seine Frau. Für beide nicht das beste Rezept zum Glücklichsein. Es ist sehr mühsam. Aber da kann man nichts machen. Jetzt haben wir einmal angefangen, nun müssen wir es auch durchziehen. Birgt viel Streitpotenzial, gerade auf Arbeit auch. Weil gerade wenn es mal stressig wird, und da kann es schon sein, dass so eine Kleinigkeit, so der Funken halt zu viel ist und dann halt einen kleinen Feuer überspringt. Das gemeinsame Ziel jedoch verbindet sie. Eines Tages wollen sie eine deutsche Fastfood-Kette besitzen, reich sein und berühmt. Ja, und spätestens dann kann er sich ja wieder leisten, Veganer zu sein. Immer gut informiert sein, das können Sie jederzeit online über heute.de. Und natürlich morgen Mittag wieder hier ab 10 nach 12 mit uns. Bis dahin. Ciao.